sieht man ihn schon durch das Tor. Taj Mahal. Oh. Moin. Ja, guten Morgen, liebe Leute. 6 Uhr. Wunderschön hier. Wir schlafen hier in der Nähe vom Taj Mahal. Und leider stinkt das hier sowas von bestialisch. Ihr könnt das gar nicht glauben. Aber es ist wunderschön. So, liebe Freunde, wir sind heute relativ früh wach. Deshalb gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. Wenn wir hier einen kriegen, weil der Strom ist wieder ausgefallen. Das ist in Indien leider fast überall gang und gäbe mit dem Strom. Ja. Naja, wir schauen mal, vielleicht kriegen wir einen. Guck mal, ich kann draußen sitzen. Ja, ne? Ist auch gut. Morning. Schwarzer Kaffee, schwarzer Kaffee. Nice. Schwarzer Kaffee, schwarzer Kaffee. Ja, Leute, dann guten Durst. Hier fliegen die ganzen Papageien rum, richtig schön. Papageien. Hier, ich zeig dir mal. Richtig schön. Schaut mal, die saßen hier die ganze Zeit, wir konnten die nicht sehen. Wir haben die nie gesehen. Und da oben, guck mal. Guck mal, der hat sich wie eine Blume getan so. Ja. Wie süß. Erst durch ihr Kopfnicken kann man die erkennen. Voll niedliche Neidechsen. Ich mag die Viecher voll. Die sehen überall anders aus ein bisschen, ne? Ja. Der Tag ist gekommen, Leute. Unser Finale in Indien. Finale Ereignis in Indien, genau. Ja. Und das ist der Taj Mahal. Aber erstmal gehen wir noch was essen. Ja. Erstmal Kaffee trinken. Aber das haben wir schon hinter uns. Das haben wir hinter uns, aber man kann nie genug Kaffee trinken. Zumindest wir nicht. Und wir brauchen noch irgendwie eine Bank. Ja, wir haben leider nicht mehr genug Geld für Indien. Ja. Indien zieht uns die Hosen aus. Ja. So. Man wird natürlich hier überall wieder angesprochen. Aber das kennt ihr ja schon von unzähligen Videos von uns. Und oh. Ja, verflucht. Und das kennt ihr auch, glaube ich. Aber es ist ja heimlich, um die Kuhscheiße zu machen. Also es bringt Glück, die Kuhscheiße zu machen. Genau. Das soll ein tolles Vergnügen sein, den Kuhscheiße zu treten in Indien. Erstmal eine Banane gönnen, meine Freunde. How much? How many rupees? Two Banane? Two Banana. 10 rupees. 10 rupees? Yes. Oh, dabei, okay. I want this here. Sorry? Honey? Can I have this one? Oder welche willst du? Ja, liebe Freunde, wir sind hier bei dem netten Herrn. Da waren wir gestern Abend ein Bierchen trinken und dann haben wir gesagt, wir kommen zum Frühstück, weil das... Yes. Und das so günstig ist. Ja. Wir schauen mal, was er uns hier bieten kann. Wir konnten uns hier nicht entscheiden, die Karte sieht nicht so lecker aus. Und ja, hier gibt es Snakes übrigens. What do you want, buddy? Oh, looks good. Ja, das will ich jetzt auch haben. Ja, drei, okay? Ja. Thank you. Ja. So, jetzt. Kriegt Katja was? Alien Puri. Yeah, thank you. It's for beide. That looks good. It's for us. Yeah, it's okay, no problem. Yes, nice. Okay. Really good. Okay. Everything okay, no problem. Okay. Yeah, really good. Thank you very much. Thank you. Yeah, das sieht sehr gut aus. Also, guten Appetit. Easy Lärsche. Die sind ja süß. Das ist bestimmt die Familie, Papa, Mama. Ja. No, no, thank you. Die Kuh findet sich ein Weg zwischen den Menschenmassen. Irgendwie läuft's schon. Die will Samosa kaufen. Alle Menschen gehen aus dem Weg. Das ist ganz witzig. Willst du noch Samosas? Ich will immer Samosas. Da hat der Kandi bis jetzt jeden Tag Samosas gegessen. Jeden Tag.
Und jetzt nochmal, glaube ich. Wir versuchen hier schon stundenlang Bank zu finden und Geld abzuheben. Es ist einfach nicht möglich. Und ich glaube, der hat sich vorgedrängt, der Penner. Excuse me, sir. Please go out. We stay here go a long out. Time. We're waiting too. We're waiting. We're waiting here. It's not okay. It's not fair. Please. This is not fair. Solche ja ganz ehrlich. So, liebe Leute, wir haben jetzt die Tickets fürs Taj Mahal. Kostet 1000 Rupien pro Person. Ja, also 11, 12 Euro oder so oder mehr. In etwa. Und das ist auch. Da kriegt man aber eine Wasserflasche umsonst. Und Schuhüberzieher. Ja. Keine Ahnung. Verhütung vor Indiens Boden. Ich weiß nicht, ob wir damit da rumlaufen müssen. Wahrscheinlich schon. Schauen wir gleich. Auf jeden Fall. Oh, mit dem Preis seid ihr dabei und für uns ist das dann das große Finale hier in Indien. Der Rest ist wahrscheinlich nur noch Delhi und Agra ertragen. Und dann geht's. Wir haben auch schon genug von Indien, muss man auch dazu sagen. Muss man ganz ehrlich sagen, wir haben genug. Ja. Auch heute, das waren gerade krasse Straßen. Die nerven einfach, die Leute, die nerven. Die sind anstrengend. Die sind auch hinterhältig. Die lügen und die nerven. Manchmal ist es ganz lustig, aber auf Dauer, Leute, das ist auf eigene Faust in Indien, kann ganz schön knallhart werden. Ja. Das ist es. Aber wir genießen gleich trotzdem Taj Mahal. Bis gleich. Ciao. So, Leute, hier ist der Booking-Counter. Hier kriegt ihr ein Ticket. Und gleich da drüben kommt man denn rein. Juhu. Da, wo sich ein paar Leute tummeln. Auf geht's. Liebe Leute, wir sind an der Security vorbei, haben unsere Tickets beglaubigen lassen und jetzt sind wir auf dem Gelände des Taj Mahals. Da hinten sieht man ihn schon durch das Tor. Den Taj Mahal. Der ist bestimmt gigantisch. Voll geil. Die Spannung steigt, die Spannung steigt. Hier rein spazieren. Wer ist er? Oh mein Gott, das sieht beeindruckend aus. Leute, ihr seht es noch nicht. Gleich kommt's. Gänsehaut, ey. Das ist der Taj Mahal. Wer ist er? Oh mein Gott, wow. Das ist wunderschön. Unglaublich. Wir sind tatsächlich hier. Unglaublich. Thank you.
Hier kommen die Leute alle raus. Und dann wird erstmal hier ordentlich fotografiert von dem Taj Mahal. Er ist wirklich beeindruckend. Sowas von schön. Ja, die ganzen Inder sind in Selfie-Laune. Nicht nur mit sich selber, nein, uns schleppen sie da auch mit rein. Ja, ja. Wir sind auch ein gutes Foto. Ja. Aber das ist lustig. Unglaublich. Was? Unglaublich. Ach so. Ich dachte, du machst ein Foto. Ja. Unglaublich, ey. Das Ding ist gigantisch. Einer der schönsten Momente hier in Indien auf jeden Fall. Auch wenn hier gerade so viele Leute sind. Aber das macht nichts. Hier sind sie alle freundlich. Jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen näher ran und schauen uns das Ding mal ein bisschen näher an. Sind echt viele Menschen. Also Film ist angeblich nur bis zu dieser Stelle hier erlaubt. Aber wir haben ja den Zoom erfunden. Da bin ich ja fast schon drin. Ja, wir laufen jetzt direkt auf ihn zu, Leute. Unbelievable. Richtig schön, der Taj Mahal. Und der Baum hier. Ach, scheiße auf den Taj Mahal. Schaut euch mal den geilen Baum an. So. Gigantisch, wunderschön. Gehen wir mal weiter. Ja. Schaut euch das mal an. Gehen wir gleich rein. So, wir wollen jetzt in den Taj Mahal rein. Und da kommt man nur mit Schuhcovers rein. Ja, einmal rüberstulpen. Haben wir mitbekommen. So. Voll witzig. Damit das bestimmt extra alles sauber bleibt, ne? Bestimmt, ja. Sehr schön. Ah, Indien-Verhütung. Safety first. Ne, Leute? Ja. Zack. Rein in die gute Stube. Let's go. Let's go. So, das ist jetzt genau die gegenüberliegende Seite, liebe Freunde. Ja, der Fluss ist ein bisschen ausgetrocknet. Ja. Also sieht zumindest so aus, ich weiß nicht. Ja, wir sind auch zum ersten Mal hier, aber es sieht wirklich sehr ausgetrocknet aus. Ich habe ihn angefasst. Ich habe ihn berührt. Fass ihn an, fass ihn an. Oh mein Gott. Ich fass ihn an. Wir haben ihn getoucht, den Taj Mahal. So, jetzt gehen wir rein in das gute Ding. Das war schon. Viel war da nicht drin. Wieder draußen. So, wir sind wieder prominent, Leute. Schau mal. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, wir sind wieder prominent hier. Einmal Leute, was Gott. Einmal Gott beleidigt. Nein, ja. Ja, liebe Leute, das war der Taj Mahal dahinter uns. Unglaublich.
eines der schönsten Dinge aus Indien, sehr empfehlenswert. Ja, für die 11, 12 Euro umgerechnet lohnt sich das auf jeden Fall. Wenn ihr hier seid, verpasst das nicht. Agra, Taj Mahal. Ein Taj Mahal-Affe. Noch einer. Tja, jetzt geht auf die Menschenmesse mal zu oder was mal. Bestimmt. Kann ich mal reden. Gleich wird, gleich wird er verscheucht. Er schleicht sich langsam an. Das ist aber mutig. Jetzt muss man eigentlich beobachten, was er jetzt macht. Kommt er hinterher, der Kleine.